Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part in Let's Play Resident Evil Revelations 1. Ja, wir sind jetzt hier. Nach einigen Tagen Wartezeit können wir jetzt hoffentlich endlich den Raymond verarzten. Ja, wir haben nämlich hier ein, ein Erste-Hilfe-Kit gefunden. Nein, nicht das, sondern irgend so ein spezielles. Und ja, wir müssen jetzt den ganzen Weg zurück und Raymond verarzen. Des Weiteren habe ich noch ein paar Sachen für euch zu erzählen. Punkt 1. Ja, mein Headset ist ein bisschen kaputt wieder. Das könnt ihr in meinem Final Fantasy 4 Informationsvideo anschauen. Beziehungsweise anhören, was ich meine. Und des Weiteren kann es sein, dass dann irgendwelche Störgeräusche kommen. Ich versuche sie rauszuschneiden, sofern es mir möglich ist. Des Weiteren, ja, also ich werde bald ein neues Headset kaufen, keine Sorge. Ihr werdet hoffentlich trotzdem ein super tolles Spielerlebnis haben. Ja, des Weiteren, der nächste Punkt, den ich euch noch mitteilen wollte. Am 25. Nee, gar nicht wahr, erstmal was anderes. Mein PC war ja in der letzten Zeit ein bisschen kaputt. Musste ich halt neu machen, neu aufsetzen. Dementsprechend kann es sein, dass gewisse Einstellungssachen noch nicht so rund laufen, wie es sollen. Wo muss denn jetzt lang? Von da kam ich? Achso, ja klar, ich sehe ja auf der Map. Ja, es kann sein, dass noch nicht alles rund läuft. Das werde ich die nächsten Parts auf jeden Fall anpassen. Also nehmt es mir nicht übel. Das, steckt ja nicht drin, ne? Des Weiteren. War ich hier schon mal? Wo willst du hin? Für Spielchen ist keine Zeit. Mecker, mecker, mecker. Ja, ja, ich wollte nur gucken, wo es da hingeht. Ja, des Weiteren. Am 25. Februar kommt dann auch endlich Resident Evil Revelation 2 raus. Beziehungsweise, ja, gut, Capcom macht das jetzt wie Telltale. Ja, Episode 1 von 4 angekündigten Episoden. Episodenformat, die kommt tatsächlich in Episoden raus. Ja, genau wie bei Telltale Games. Finde ich nicht so schön. Bonus-Episode 1 und 2 wird es auch noch geben. Ich bin umzingelt. Ich weiß nicht, ob... Hör zu, Kadett. Du wirst nicht sterben. Ich befehle dir, zu überleben. Wir kommen. Ja, der Kadett-Ding ist nicht, geht's nicht gut. Ja, wie gesagt, die Episoden kommen halt dann in einem gesunden Format, aber eigentlich auch relativ in Abständen, denn Episode 2 soll schon, ich glaube, am 8. März oder so kommen und dann kommt sie wirklich dann so, wirklich dann in wöchentlichen Märzabständen. Also, ich glaube, am 12. März, dann am 18. März oder so, kommen halt dann Episode 3, 4 etc. raus. Ja, ich habe es auf jeden Fall vorbestellt und jetzt habe ich für euch ein Blitzvote. Denn ihr dürft das voten. Soll ich die Episoden wirklich direkt beim Release Let's Play? Also warten, bis dann die Episode fertig aufgenommen wurde. Warten, bis die nächste Episode draußen ist. Oder soll ich halt wirklich warten, bis alle Episoden released sind und erst dann das Let's Play beginnen? Ansonsten, ja, wie gesagt, ihr habt halt die Wahl und könnt das voten. Wenn ihr wählen solltet, dass ich der Episode direkt auf Release Let's Playen soll. Hey, du hast gut durchgehalten. Überlass das Kämpfen uns. Dann wird direkt am 25. oder am 26. je nachdem, wie ich das mit dem Rennen schaffe, die erste Episode schon mit dem ersten Part auf meinem Kanal zu finden sein. Ja, freut euch auf jeden Fall drauf. Ich bin auch schon sehr gespannt. Es wird blind sein, nicht so wie hier Teil 1. Teil 1 ist ja nicht blind bei mir, aber Teil 2 wird blind sein. Sehr schön, alles sicher. Jetzt kümmern wir uns um unseren Kadetten. Ich freue mich schon richtig doll wie ein Schnitzel. Und einfach unter diesem Video blitzvoten, wie ihr das Let's Play haben wollt. Natürlich wieder in 20 bis 30 Minuten Part Länge. Und dann wollen wir jetzt auch endlich den Raymond verarzten.
schwer verletzt. Okay, Kadett. Jetzt habe ich was gut. Hey, verstehe. Du willst etwas erreichen. Aber genug Heldentaten. Du gefährdest damit deine ganze Einheit. Willkommen in der Realität. Ja, Sir. Okay, gleich geht's dir besser. Ich glaube, ich kann gehen. Dann komm mit. Der Aufzug zum Kommandoraum ist gleich dort. Ja, ich würde sagen, das ist meisterhafte Doktorarbeit. Ja, munitionsmäßig. Ich könnte zurückgehen, um mir nochmal Munition zu holen, aber nö. Stattdessen gehe ich einfach mal hier rein. Denn hier hat Raymond doch bestimmt noch was bewacht, oder? Kannst du dich bewegen? Ich wehre alles ab, was kommt. Feines Mädchen. Na gut, wir wissen ja, so fein ist sie noch nicht. Sie hat uns hier verraten, die Alte. Für die, die eventuell den Party gesehen haben. Naja, ne? Hey, Kollege! Mist, ich hab keinen Granat mehr! Oh, nimm mal mit hier. Lad nach. Ja, das Spiel geht auch nicht mehr lang. Haben wir praktisch fast durch. Und ich denke, das werden wir auf jeden Fall noch durchkriegen. Noch bevor, ja, Teil 2 released wurde. Ich habe halt nur Sorge um den Endboss-Fight. Warum werdet ihr dann beim besagten Endboss-Fight? Das stimmt nicht. Was ist? Denk doch mal nach. Die Ablieferung und Verteilung dieser BOWs, das ist viel zu professionell. Und wie haben sie es verdammt nochmal geschafft, das FBC-Netzwerk zu umgehen? Das passt einfach nicht zusammen. Außer jemand hat das alles geplant. Kadett, das geht zu weit. Wir sollen das Problem hier nicht untersuchen, sondern es lösen. Ja, aber der Kadett hat tatsächlich recht. Aber alles, was ich sage, ergibt Sinn. Das habe ich gerade gesagt. Ja, des Weiteren... Mist, wo war ich hier stehen geblieben? Ja, wie gesagt, beim Endboss-Fight. Der wird wahrscheinlich doch so einige Zeit dauern. Aber ihr werdet schon noch sehen, was ich damit meine. Yay, Speicherpunkt. Ja, ich hoffe aber, dass wir nicht allzu lange brauchen werden. Einfach mal schauen. So, ich werde hier wieder mit Munition zugebombt. Hab ich ja Angst. So, dich begrüße ich mal mit einer Bleire-Runde. Holen wir neue Munition. Denn, wenn ich schon mal hier liegt, soll ich hier auch hier das mitnehmen. Ich will halt, ich lasse ungern Munition liegen, gerade... Nochmal, da sind überall Hunter. Wow, der Kommandoraum ist gleich da. Halt den Kadetten am Leben. Merkst du aber. Verletzt, aber bitte halt durch. Merkst aber früh, dass sie überall Hunter sind. Ah, die kann ich auch wieder nicht einsammeln. Wow. Okay. Ja, ich kann nicht einsammeln. Ja, kann der Trend doch in meine. Ah, in meine Kugeln rein. Macht super Sinn. Kann man die voll beschützen. So, nehme ich nur was mit. Scheint sicher zu sein jetzt hier gerade. Na gut. Hier liegt noch was. Ah, muss wieder Muni liegen lassen. Ich hasse sowas. Na gut. Heilen, mitnehmen. Wenn man hier schon genug kriegt. Ich habe übrigens nachgeguckt. Beziehungsweise eine Kollegin hat mir mitgeteilt, warum wir hier so mit Munition und Heilungskräuter ja quasi überhäuft werden. Es liegt nicht daran, dass das irgendwie gepatcht wurde oder an Schwierigkeitsgrad, sondern da ich das ja schon einmal privat durchgespielt habe, ist es so, dass wenn man im New Game Plus oder im normalen New Game das Spiel nochmal durchspielt,
hat man mehr Munition und mehr Heilungskräuter. Fragt mich nicht, warum das auch im normalen New Game ist. New Game Plus macht Sinn, aber fragt mich nicht, warum es ein New Game ist. Auf jeden Fall hat man dann hier mehr Munition und Heilungskräuter rumliegen. Ich persönlich finde das sehr gut, denn ja, gerade die Terrigia-Szenen, wo man ja nicht mal eben hier mit dem Scanner rumscannen kann, sind... Wir kümmern uns darum. Kadett, du suchst Schutz im Kommandoraum. Ja, Sir. Ich bin unterwegs. Die sind in meinen Augen, wow! Sehr, sagen wir mal so, schwierig. So. Wunderbar. Hey! Ich wollte ja nicht gerade nichts. Ich wollte eigentlich da gucken, ob der Munition liegt. Nein, lag nicht. Gut, da suche ich mir wieder einen Munitionshaufen. Irgendwo lag doch noch was. Das war wohl der letzte Hunter. Hoffentlich. Jetzt zum Kommandoraum. Handgranate. Warum habe ich die eben nicht gesehen? Ich verstehe. Und ich kann dich gut hören. Das sind ja ganz hervorragende Neuigkeiten. Es läuft einfach alles ganz nach Plan. Dann viel Spaß noch bei der Party auf der Queen Dido, Norman. Morgan, du wolltest, dass der Virus auf unserem Schiff ausbricht. Du hast uns ganz schön übers Ohr gehauen. Ich bin noch nicht fertig. Ihr erfüllt noch einen wichtigen Zweck? Mit dem Schiff haben wir eine kontrollierte Umgebung. Und die Daten über eure Mutation werden einer guten Sache dienen. Deine Dreistigkeit und dein egomanischer Ehrgeiz sind beeindruckend. Mich ekelt immer wieder an, was ihr Amerikaner euch ausdenkt. Ich nehme das mal als ein Kompliment. Wir wussten, dass du ein Risiko für uns darstellst. Also haben wir alle Interaktionen aufgezeichnet. Wird das öffentlich, dann war es das für dich. Du, was du nicht lassen kannst. Der Einsatz des Satelliten wurde genehmigt. Der neue Virus wird damit vollständig ausgerottet. Du Bastard! Führt dich gleich dahin, wo Antwort geben wird dein Auge, wenn du den Grund siehst von der Lüfte Regen. Wie hast du... Jessica ist entkommen. Wir waren so nah dran. Okay. Es tut mir leid, Raymond. Die ganze Zeit hattest du recht. Ja. Gut, dass jemand den Durchblick hatte. Dafür müssen Sie sich nicht entschuldigen, Parker. Nächstes Mal rette ich Sie. Und wir machen uns zusammen aus dem Staub. Sie sind mein Mann, Kadett. Raymond erkannte, dass Morgan ein Betrüger ist. Also stellten wir ihm diese Falle. Die ganze Sache mit der Rückkehr von Vetro. Das Versteck in den Bergen. Die Koordination der Schiffe. Alles nur wegen Morgan? Sir, hätten Sie uns denn nicht einweihen können? Das Risiko war zu groß. Nicht mit einem Spitzel, der in der BSAA sitzt. Es tut mir sehr leid. Die ganze Arbeit. Und die Zenobia und die Semiramis. Ja, ich weiß. Aber noch habe ich nicht aufgegeben. Chris und Quint haben uns noch einen Joker zugespielt. Datenanalyse von Ihnen.
Das Ergebnis ist da. Und? Was ist rausgekommen? Wir hatten ursprünglich vermutet, dass Veltro bei der Terra Grigia-Panik zwei Schiffe benutzt hat. Aber es gab ein drittes. Die letzte Queen. Ja, und damit ist natürlich Queen Dido gemeint. Das war Episode 11, Offenbarungen. Ja, da hat dann doch der alte Hund Parker überlebt. Ich frage mich persönlich, wie er das getan hat, weil er ist hier in einem Flammenmeer runtergefallen. Mit einer Schusswunde. Fragt mich nicht, wie er sowas überleben kann. Er ist halt eben ein Teufelskerl. Ja. Und damit, war es auch mit diesem Episodenabschnitt. Wir sind jetzt in Episode 12. Aber der Part, der geht doch weiter. Das bedeutet, wir können uns noch in das nächste Level umsehen. Mal schauen, wie Episode 12 aussieht. Bisher bei Resident Evil Revelations. Dann legen Sie jetzt die Karten auf den Tisch, O'Brien. Und lassen Sie nichts aus. Es läuft einfach alles ganz nach Plan. Dann viel Spaß noch bei der Party auf der Queen Dido, Norman. Raymond erkannte, dass Morgan ein Betrüger ist. Also stellen wir ihm diese Falle. Die ganze Sache mit der Rückkehr von Veltro. Das Versteck in den Bergen. Die Koordination der Schiffe. Alles nur wegen Morgan? Aber noch habe ich nicht aufgegeben. Keith und Quint haben uns noch einen Joker zugespielt. Episode 12. Die Königin ist tot. Die letzte Queen. Ja. Queen Dido. Sie liegt seit dem besagten Tag auf dem Grund des Meeres. Dann können wir sie also finden. In Terra Grigia. Ganz genau. Es ist unsere verdammte Pflicht, diese Mission zu Ende zu bringen. O'Brien, Ende. Wir werden jetzt ab hier übernehmen. Die BSAA steht ab sofort unter der direkten Kontrolle der FBC. Clive R. O'Brien, ich verhafte Sie wegen Ihrer Zusammenarbeit mit der Terrororganisation Veltro. Chris, Jill, ihr seid unsere letzte Hoffnung. Die Überreste Terra Grigias. Und der Queen Dido. Nähern uns dem Absetzpunkt. Das ist die Queen Dido. Die dritte Queen. Ja, herzlich willkommen zurück
in Let's Play Resident Evil Revelations 1. Ich frage mich, warum ich das ankündige, denn wir sind ja immer im selben Part. Ja, wir müssen jetzt hier die Queen Daito untersuchen. Und wir haben wieder mal ein Unterwasser-Adventure. Yeah! Habe ich schon mal erwähnt, dass ich die Unterwasser-Level hasse? Nee? Ich glaube, ja, ich hasse die. Ach ja, Leute. Was soll ich dazu sagen? Es ist das letzte Level. Natürlich muss im letzten Level noch eine Unterwasseraktion kommen. Oh, super. Ja, wir können uns noch ein bisschen umsehen. Bis dann der Part auch voll ist. Es ist so ruhig. Als ob die Zeit stillsteht. Diese Klumpen vom Strand, die sind von hier. Deshalb hat Morgan das Gebiet abgesperrt. Sieht ja lecker aus hier. Ich kann mal irgendwas untersuchen. Man kann doch gerade irgendwas untersuchen hier. Hallo Chris. Du bist mir gerade im Weg. War da irgendwie so ein Symbol? Da. Der ist wohl hinüber. Wow. Das hat mich voll bereichert jetzt. Machen wir mal hier auf. So ein Ding hätte ich auch gerne. Ah, gucken wir mal an. Ui, was haben wir denn hier schönes? Illegales Zubehör. Was gibt's denn hier Feines? Medikit? Ja, Quatsch, ein grünes Kraut. Ja gut, es ist ein Medikit. Also, Medikit gleichzusetzen. So, machen wir hier noch auf. Ja, das sieht ja sehr einladend aus hier. Zumindest ist er als Mensch gestorben. Mehr oder weniger. Ich frage mich, ob die Leichen am Strand wohl von Vulture sind. Keine Ahnung. Da lebt noch was. Vorsicht, unter Wasser wirst du sie nicht los. Ja, und mit diesem Ausblick sehen wir uns im nächsten Part wieder in Resident Evil Revelations 1.